Hi, der nächste Berliner. Ich hab die Erfahrung gemacht, wenn ich auf der Bühne bin, braucht das Publikum ein bisschen Zeit zum Analysieren. So ein bisschen. Wow, süße Chicks hier. Hi. Seid ihr aus dem Iran? Wo kommt ihr her? Aus Afghanistan. Ja, wir sprechen die gleich. Yeah, cool. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weißt du? Ja, ich heiße Imani Brown. Ich bin aus Berlin. Ich komme aus dem Iran. Viele Iraner. Das Problem ist, viele Iraner halten mich für einen Inder. Und die Inder halten mich für einen Italiener. Aber ich meine, hey, ich kann mich nicht beschweren. Mein indisches Aussehen bringt mir echt viele Vorteile. Ich brauche für keine Disco-Eintritt bezahlen. Ich brauche nur einen scheiß Rosenstrauß. Du siehst aber echt süß aus, ne? Nein, dich meine ich. Ja. Hast du eine Waschmaschine? Ne, weil meine Freundin hat mich verlassen, sie hat die Waschmaschine mitgenommen. Ist echt scheiße. Aber ich vermisse meine Freundin ein bisschen. Sie kam aus dem Nahen Osten, also aus Leipzig. Und sie ist echt ostdeutsch erzogen worden, sehr freizügig, FKK und so, also typisch Ossi. Also. Und sie hatte die Angewohnheit, immer nackt durch die Wohnung zu laufen. Ich sagte ihr einmal, Baby, komm schon, zieh dir mal was an. Ich glaube, sie hatte was falsch verstanden, denn sie schaute mich an und sagte, was bist du für ein radikaler Moslem? Und ab dem Tag hat sie sich dann nur noch lustig über mich gemacht, indem sie weiterhin nackt durch die Wohnung lief. Nur trug sie dabei ein Kopftuch. Sie war auch sehr geldgierig. Frauen, für die man viel Geld ausgeben muss, ist wirklich ein Schmerz. Sie hatte davon so einen reichen Macker, der ihr alles bezahlte und ich musste mir den Scheiß jeden Tag anhören. Hey Mani, was bist du für ein Mann? Egal was ich wollte, mein Ex-Freund hat es mir gekauft. Ich sagte, yo Baby, wo ist dein Ex-Freund? Wir brauchen den Wichser. Aber ist echt cool. Ich bin ja eigentlich ursprünglich ein Schwabe. Und wir Schwaben sind in Berlin total verhasst, also keiner mag uns. Und ich weiß nicht, warum die Berliner uns Schwaben nicht mögen. Vielleicht, weil wir morgens aufstehen und arbeiten gehen. Ich weiß es nicht. Aber als ich nach Berlin gezogen bin, ich wohne im Prenzlauer Berg, typisch schwäbisch, und an den Wänden waren überall Graffitis so. Geht nicht bei den Schwaben einkaufen, Schwaben raus. Ich dachte, Alter, wie mit den Juden damals? Ich sag's euch, es dauert nicht mehr lange, da müssen alle Schwaben in Berlin so ein scheiß Spätzlezeichen tragen, wahrscheinlich. Alter. Aber Berlin ist krass. Wisst ihr, ich finde, Berlin ist die depressivste Stadt der Welt. Ich finde, Berliner sind einfach chronisch depressiv. Sie sind immer so, was ist mir alles scheißegal? Ich habe keinen Bock auf gar nichts. Ja, seht ihr an unserem Flughafen. Wenn ihr in Berlin in die U-Bahn einsteigt, ich schwöre euch, ihr könnt den besten Tag eures Lebens haben. Wenn ihr aussteigt, denkt ihr, wo ist die nächste DM? Ich will mir meine scheiß Pulsadern durchschneiden. Diese ganzen Gesichter, alle depressiv, melancholisch, schauen in die Leere. Und das sind nur die Touristen. Die echten Berliner sind ja komplett am Arsch, weißt du? Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Terroristen Berlin niemals angreifen würden. Das würde sich für die Terroristen gar nicht lohnen. Ich glaube, die Terroristen hatten bestimmt schon mal ein paar, die Berliner U-Bahn in die Luft zu springen. Aber dann sind sie eine Runde U-Bahn gefahren. Und dann dachten sie sich, was ist das? Was ist das? Wir wollen Menschen töten und nicht ihnen einen scheiß Gefallen tun. Ja, ist aber echt cool. Ich habe erzählt, meine Freundin hat mich verlassen. Es ist ein bisschen schwierig, wisst ihr, weil ich habe viel Probleme. Also ich habe keine Probleme, Frauen kennenzulernen, aber ich habe ein Problem, Frauen zu behalten. Und ich muss mir was überlegen. Ich habe das, was ich sage, was meine ich jetzt wirklich nicht böse oder so. Ich meine es wirklich ernst. Ich überlege wirklich, ob ich meine nächste Freundin einfach zu Hause festbinde. Nein, nicht falsch verstehen. So, hey Baby, es ist alles in Ordnung. Ich liebe dich, aber ich will nur, dass du bei mir bleibst. Das ist so. Ja, das ist echt scheiße. Und seid ihr alle aus Köln hier? Alle aus Köln? Das ist total schön. Aber du bist echt süß, so, ne? Hast du einen Freund? Hast keinen Freund? Ah, okay. Hast du schon mal einen Freund gehabt, der aus dem Iran kam und Stand-Up-Comedian war? Ne, noch nicht, ne? Viele fragen mich auch nach meiner Religion. Viele sagen, hey Mani, was hast du eigentlich für eine Religion? Die Frage ist eigentlich schwer zu beantworten, wenn man in einem Land aufwächst wie Deutschland, wo das,
wo Menschen eigentlich nicht so sehr christlich sind und wo das Finanzamt einen besseren Ruf hat als die Kirche, dann ist es schwieriger zu definieren. Ich beantworte die Frage immer so: Ein Teil von mir ist ein Moslem und der andere Teil ist ein Atheist. Und manchmal, wenn ich schöne kleine Jungs auf der Straße sehe, kommt auch der Katholik in mir hoch. Ich danke euch. Tschüss. Aus Berlin, Imani Brown.